Ja, hallo liebe Freunde, hier sind wir auf einem deutschen Soldatenfriedhof. Hier liegen ungefähr 22.000 deutsche Soldaten begraben, die sinnlos hier in einem Krieg mitten in Europa gestorben sind. Und wenn wir dann die Situation heute uns anschauen, haben wir heute wieder seit Anfang dieses Jahres einen Krieg, der mitten in Europa to tobt, wo Menschen auf beiden Seiten, sowohl auf russischer Seite als auch auf ukrainischer Seite, sinnlos sterben. Darum, in Gedenken an die Toten, liebe Freunde, ist es das Wichtigste, dass wir uns jetzt für den Frieden, für den Erhalt des Friedens und die Wiederherstellung des Friedens in Europa einsetzen. Frieden geht nicht mit Waffen, Frieden geht nur mit Diplomatie. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist ein sofortiger Waffenstillstand und dann eine diplomatische Lösung für den Konflikt in der Ukraine. Denn wir möchten nicht, dass es noch mehr solcher Friedhöfe gibt, wo junge Menschen einen sinnlosen Tod gestorben sind und wo Mütter um ihre Kinder weinen und Menschen dann hier trauern müssen. Darum setzen wir uns dafür ein als AfD, dass es eine diplomatische Lösung gibt in der Ukraine, eine Friedenslösung. Das ist der einzige richtige Weg. Waffenlieferung und alles andere ist nicht der richtige Weg. Darum denkt daran, liebe Freunde, bei eurer Wahlentscheidung, wer Frieden will, wählt AfD.